Ja, Sie haben schon gesehen, die Kapelle steht hinter unserem Senior. Und der Michi, wie er lebt und lebt, seines Zeichens aus Mühlendirektor und Museumsdirektor. Alle wissen, er hat große Leistungen schon gebracht. Eigentlich ist er ein gelernter Werkzeugmacher oder so irgendwas. Er war da im Kurzentrum unten in den Katakomben und hat dort die Rohre geschweißt und hat geschaut, dass alles rennt in seiner beruflichen Laufbahn. Musikalisch hat seine Laufbahn begonnen 1958. Der Michi ist jetzt stolze 82 Jahre alt. 1977 haben sich unsere Wege gekreuzt. Meine Mama, die sitzt da unten, hat mir Klarinetten in den Tandruck gebracht. Du lernst Klarinetten, du gehst zum Lindemann Michi, der zeigt dir das. Dann bin ich zum Lindemann Michi gegangen, der hat mir Klarinettenspielen beigebracht. Er war immer sehr nett, manchmal sogar immer ein bisschen mehr und so weiter. Aber es hat dann glaube ich schon funktioniert, gell? Und nach 2 Jahren war ich schon bei der Musik dabei. Und der Lindemann Michi hat dann alle Instrumente durchprobiert, was so gegangen ist. Und er hat im Begräbniskartett die Tuba geblasen bei den Turmbläsern am Heiligen Abend am Turm oben. Die Tuba blasen viele, viele Jahrzehnte. Ich glaube, der hat sicher irgendwas bei über 500 Begräbniskartetten gespielt, der Michi. Geht sie leicht aus, wenn man das ausrechnet, hat 65 Jahre. Und jetzt ist es aber so, dass er halt da schon gesundheitlich nicht mehr so benannt ist und jetzt hat er sehr schweren Herzens, hat er jetzt aufgehört bei der Musik und beim Begräbniskartett und bei den Turmbläsern. Und er ist der Musik noch immer sehr verbunden und aus diesem Grund, ihr seht es auch, wollen wir ihn heute als Ehrenmitglied in die Trachtmusikkapelle Bad Hofgastein aufnehmen. Das ist das auch für den Bürgermeister, für den Vizebürgermeister. Ja, da steht drauf, Ehrenurkunde, die Trachtmusikkapelle Bad Hofgastein ernennt Herrn Lindemann Michael für die über 65 Jahre währende treue und unermüdlichen Einsatz zum Ehrenmusikanten Bad Hofgastein im Mai 23. Eine Kapellmeisterin hat unterschrieben, ein Kapellmeister und natürlich unser Obmann, der Gottfried Schuffner. Ich gratuliere. Und ich hoffe, dass Sie uns bei uns heute sind. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte das nicht unkommentiert lassen. Also dieses Ehrenmitglied. Ich will ja spielen und so kommt mir eine Ehrenmitgliedschaft vor, sowie ein Ehrendoktorat. Er ist ja auch kein richtiger Doktor. Und das Ehrenmitglied ist dann ja auch kein Musikant mehr. Und es gab früher bei den Umzügen diese schönen Abordnungen der Ehrenjungfrauen. Da hat man auch gemunkelt. Ja. Und so ist für mich eigentlich die Ehrenmitgliedschaft, so viel eigentlich. Die Männer, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr gerade bin. Und meine Freunde haben sehr viel von mir erleiden müssen. Mit einem Menschen, mit dem man nie gestritten hat, weiß man auch nicht, ob er dein Freund ist. Weil Freund bist du erst, wenn du dich wieder zusammenrappst. Ja? Und so kommt mir Ehrenmusikant vor, wie ein Begräbnis eines Lebendigen. Ja, okay.